Moin. Ich wurde in meinem letzten Video gebeten, mal mein Gear vorzustellen, das ich bisher erreicht habe, und auch mal so ungefähr zu schildern, wie lange ich dafür gebraucht habe. Fange ich damit einfach mal an. Was man hier sieht, ist übrigens die neue Balaur-Brille. Vom Skin her zumindest. Das ist nur die grüne. Aber ich glaube, die anderen haben den gleichen Skin. Und zwar habe ich derzeit den Karun-Stab, Kriegsstab natürlich, für Kantoren, auf plus 10. Das gleiche gibt es, wie in einem anderen Video auch schon gesehen, identisch für Kleris. Mit einem zweifachen 55er Fuse aus der Arena. Warum 55er? Ganz simpel, der 60er bringt fast nicht, also es ist unmerklich, was der mehr bringt, kostet aber extrem viel mehr Mutmedaillen. Gesockelt, HP, Crit und minimal Accuracy. Warum Accuracy? Bei einem Wert von 2600 wird beim Festungsangriff ungefähr 30% ansonsten geblockt oder pariert von dem Boss. Deswegen sollte man diese 2600 wirklich überschreiten. Das ist sozusagen die magische Grenze. Geplust habe ich den Stab mit, ja, plus, also mit 95ern bis 100ern von plus 0 bis plus 7. Dann wollte er eine ganze Weile lang nicht über plus 7 hinausgehen. Da habe ich es dann mit 105ern auf plus 9 geschafft und mit einem 110er schlussendlich auf plus 10. Recht kostspielig das Ganze. Aber daran sollte man sich gewöhnen. Bei den 60er Sachen, die lassen sich extrem schlecht plussen. Gleich noch ein kleines Beispiel dazu bei den Handschuhen. Insgesamt hat der Karun-Stab jetzt 1435 Karun-Symbole gekostet. Man kann rechnen, dass man pro Tag ungefähr 25 macht. Wenn man jeden Tag die Solo-Ini macht, dann sogar noch einen Tick mehr, also dann sind es halt 29 ungefähr im Schnitt. Das dann also 7 Tage die Woche, wenn man das wirklich durchzieht. Rechnen wir mal mit 30, sind wir bei 210 und man kriegt ungefähr 110 durch die Weeklies jede Woche. Kann man sich dann also selber ausrechnen, pro Woche um die 300 Medals beziehungsweise Symbole. Hat also eine ganze Weile gedauert. Jetzt inzwischen bin ich dann schon voll bei den Karunflügeln dabei. Bin jetzt bei 830 mit Symbolen und brauche 957, also noch 127. Dann habe ich dort die Eternal Flügel. Die haben dann 430 HP und nochmal zusätzlich Strike Fortitude von 85. Und natürlich die anderen Werte auch minimal erhöht. Daran kann man dann ungefähr schon abschätzen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ein bisschen mehr Karun-Symbole habe ich allerdings noch gemacht. Man kann zum Beispiel jeden Tag oder alle paar Stunden sogar, hier sogar mit Rolle ständig, Rentus Base gehen. Da bekommt man noch eine Major Karun-Box. Da können dann auch bis zu 100 rauskommen. Habe ich inzwischen übrigens auch schon erhalten, einmal. Ist aber wirklich extrem selten. Also wenn man da Glück hat, kann man dort sich einige Tage sparen. Also ich bin jetzt ungefähr seit 2 Monaten dabei. Dann Helm, ganz frisch, gestern geholt. Der einstufige 60er Helm, warum nicht zweistufig? Weil der zweistufige einfach mal 2200, naja, 2100 Symbole mehr kostet. Was hier auf dem Server ungefähr 21 Tage wären. Also man kriegt pro Arena 100 Mutmedaillen, wenn man nicht sich so ein Pack holt, dass man 20% mehr kriegt. Aber 100 ist Standard. Das ist auch ganz normal. Das hat nichts mit Goldpaket zu tun. Das Goldpaket erhöht das ja bei uns einfach nur. Und diese 2100 zusätzlichen Medaillen hätten sich einfach nicht gelohnt für 60 HP mehr und dafür so viele Tage warten. Deshalb bin ich auch im Moment hier bei Oberteil und Hose am Überlegen, ob ich dort einstufig oder zweistufige 60er nehme. Die
Hose würde einstufig 860 kosten, zweistufig 2300 und das Oberteil 3200, wenn ich es zweistufig nehme, und 1100, wenn ich es einstufig nehme. Ich tendiere auch hier zum Einstufigen. Es ist ja immerhin nur, naja, in Anführungsstrichen Testserver für mich, deswegen sollte das eigentlich reichen. Also diese beiden Sachen jetzt nicht unbedingt als Referenz zu nehmen. Die anderen Rüstungsteile habe ich dann allerdings zweistufig. Das sind jeweils 1500 Mut-Medaillen. Da ich bisher, glaube ich, insgesamt drei Arenen verloren habe, war das relativ erschwinglich. Also es ging recht schnell. Auch hier gesockelt auf Crit und HP jedes Teil. Zum einen, da ich nicht auf M-Resi stehe, zum anderen, da ich ja da durch die zusätzliche Magic Suppression lieber ein bisschen mehr HP gegen die Melees haben möchte, da die physische Death bei sämtlichen Teilen hier runtergesetzt wurde. Hier sind zwar physische Death im Zusatzstat, aber wenn man das mal mit den 55er Sachen vergleicht, dann hat das extrem abgenommen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die gespeichert hatte. Ich guck mal kurz. Ne, habe ich leider jetzt nicht drin. Das Kopfteil müsste ich allerdings drin haben. Da kann man das mal vergleichen. Also hier einfach mal auf die physische Def achten. 202. Und hier 146. Also das ist einiges. Und genau in diesem Maße geht das auch bei jedem anderen Teil runter. Deswegen bin ich lieber ein bisschen mehr auf HP gegangen. Für mich ist HP sowieso mit 3.0 viel wichtiger dann als Emres, zumindest als Kanto. Und bei den Accessoires ist es relativ eindeutig. Ganz normal PvP-Gear. Ich bin jetzt inzwischen bei meinem letzten Teil angekommen. Also ich brauche nur noch die Kette, da habe ich die 40er-Kette noch drin. Die 40er-Kette bekommt man hier auf dem US-Server geschenkt, wenn man, ich glaube, Chromede tötet und einen Teil von ihr lootet. Ist ja nun nicht so das Problem. Die ganzen Schmucksachen auf jeden Fall extrem nice. Vor allem die MRES natürlich wieder einen Tick erhöht, sowie auch Magic Suppression natürlich drauf. Und die ganzen Werte, die drauf sind, sind wirklich. Also sind nicht viel besser natürlich als die 55er, aber wenn man vorher 30er Schmuck hatte, dann merkt man das extrem. So, dann kommen wir mal kurz zu meinen Werten. Also komplett ungebufft bin ich jetzt bei 10.684 HP, 623 Attack, 2548 Accuracy, 544 Crit. Ja, Parry 2000, M-Boost 1192, also runden wir mal auf, 1200. Und Magical Accuracy 1359. Und wie man hier schon sieht, ungesockelt 1567 Magie-Resi. Wenn ich jetzt die letzten Teile noch habe, also die Halskette und das Oberteil und die Hose, komme ich auf einen Wert, der bei um die 1700 liegt. Ohne auch nur einen M-Resi-Stein zu sockeln. Also man kann durch Sockeln recht hoch kommen hier, was M-Resi angeht. So dass ein Mage, wie ich schon im Forum erklärt habe, seine Buffs brauchen wird, um zu treffen. Gebufft sieht das Ganze dann einen Tick anders aus. Ich nehme mal meine Standardmantren, die ich immer anhabe, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und eine Crit-Rolle, die anderen Rollen interessieren ja nicht. Und Buff-Food. So, mit den ganzen Buffs bin ich jetzt dann bei 11.870 gerundet HP. Ist ein recht schöner Wert. Durch Rüstungsteile und Halskette und die Flügel kommen noch ungefähr 700 HP dazu. Also mit Plussen dürfte ich dann nachher ungefähr bei 13.000 HP liegen. Damit kann ich durchaus leben. Magic Suppression ist jetzt hier um 100 gestiegen, und zwar kommt das durch den
verbesserten, in Anführungsstrichen, Buff des Segen des Felsens. Genauso wie Segen Fels. Beide haben 100 M Suppression drauf. Magie Risi ist natürlich gleich geblieben. Spell Resist gestiegen durch Hit Mantra. Ah, dazu komme ich gleich. So, jetzt mein Attack-Wert bei 720, Accuracy 2608 und Crit-Rate von rund 720. Jetzt habe ich ja schon ein paar Mal im Forum den neuen Chanter-Buff erwähnt. Dieser gibt 200 M-Boost, 100 Accuracy, 20% Attack und 100 Magical Accuracy. Mit diesem Buff, den ich hier dauerhaft aufrechterhalten kann, also ich kann ihn alle 10 Sekunden neu casten, sieht man mal hier, bin ich jetzt bei 793 Attack, 2708 Accuracy, immer noch 720 Crit natürlich. Parry mit Parry Buff 2300, also wenn ich es wollte und ein Parry Set machen würde, ja, würde sich auf jeden Fall lohnen. Wobei ich nicht sonderlich auf Parry stehe. M-Boost 1400 jetzt. Magical Accuracy 1460. Und das war's dann auch. Also schon ganz ordentliche Werte. Und das, wenn man mal bedenkt, dass ich weder geplust habe, noch dass mir zwei Rüstungsteile plus Accessoire fehlen und die Flügel auch noch nicht da sind. Also man kann mit 3.0 doch durchaus einiges pushen an seiner Statistik. Gut, das soll es dann hierzu gewesen sein. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Wie gesagt, nochmal zusammenfassend, ungefähr 2 Monate bin ich jetzt dabei. Ach, ich habe noch die Geschichte zu den Handschuhen vergessen. Ich habe heute ungefähr 120 Millionen in diese Handschuhe hier gesteckt, um sie von plus 2 auf plus 2 zu bringen. Das heißt, sie waren vorher auf plus 2, habe mir 405er Verzauberungssteine gekauft. 25 Mio das Stück. Habe zwei benutzt. Es ist zweimal fehlgeschlagen. 45 Stufen drüber, schlägt zweimal fehl. Dann habe ich mir zwei relativ Low-Steine geholt. Das mit damit glücklicherweise wieder auf plus 2 bekommen. Nach einer Weile habe dann die anderen beiden Steine raufgeballert, die 105er. Der erste ging drauf und der zweite schlug wieder fehl. Deshalb ungefähr 120 Millionen heute für die Handschuhe verballert. Und zwar wirklich in Wind geschossen. Stellt euch schon mal darauf ein, dass das extrem frustrierend werden wird. So, aber das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein. Schreibt mir bitte unten rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Ansonsten danke für den Support. Und bis die Tage, man hört sich. Tschüss.